Einen wunderschönen guten Morgen. So, ich nehme euch heute mal mit zu der Morgenroutine, denn ich bin heute dafür verantwortlich, alle Tiere hier auf dem Hof zu füttern, denn Mama und Papa sind im Urlaub, die sonst die eine oder andere Aufgabe auch mit übernehmen. Und ja, es ist früh. Oh, es ist mal wieder Haut vor Knochen. Also geht's jetzt los. Zuerst gehen wir natürlich in den Pferdestall und man hört schon, die Pferde haben Hunger. Guten Morgen. Ja, habt ihr Hunger? Und wie vielleicht auffällt, es fehlt ein Pferd, denn Papa ist mit Woody im Urlaub. Die machen einen schönen Ausritt im Watt. So, let's go. Hier haben wir unsere Heubar. Hier haben wir extra... Oh, nee. Also ich glaube, mit einer Schippe kann man das jetzt nicht so gut machen. Fail. Hier haben wir eine Forke. Hier haben wir Heu, welches sehr energiereich ist und Power gibt für die Großpferde. Und hier haben wir Heu, was sehr mager ist für Cody. Bitteschön. Er darf halt wirklich nicht mehr. Er wird sonst zu fett. So, das ist für die Großen hier. Ja, ich kann es gar nicht abwarten, ne? Schmackofatz. Ich sehe ein Problem. Kommt mal mit. Hier vorne in der Box steht Dealer. Der war ja ein bisschen verletzt und muss ein bisschen genesen. Und mir fällt auf, dass Dealer gar nicht gefressen hat. Das hatten wir gestern auch schon. Und wir haben hier einen anderen Heuballen und ich glaube, den mag Dealer nicht. Hm? Ist das nicht so deine Sorte? Also schmeißen wir das mal lieber weg. Und ich hole von drüben was, von dem leckeren Wein. Wir sorgen hier für unsere Altersvorsorge, deswegen haben wir schon mal einen Rollator geholt. Das sind jetzt mal eine tolle Forke. Ja. Okay, das war fake. Ich würde nie im Leben hier am Morgen durch die Stallgasse laufen. Das läuft hier sowieso nicht ab. Also in diesem Tempo. Bin ich noch müde? Mann, jetzt kommt er raus! Ah, ich hasse Rundfall. Die Stallgasse ist leider zu klein, dass man das so ganz abrollt, das Ding. Ich muss, glaube ich, den Rollator zurückfahren. Oh, schaut er glücklich aus. Macht dir das so viel Spaß? Schau mal, Dila. Ich habe hier ganz leckeres Heu für dich. Probier das doch mal, ob das deinem Geschmack entspricht. Ich glaube, das ist seins. Das sieht gut aus. So, für Dila war das jetzt eigentlich von diesen Ballen. Weil der gut ist. Jetzt haben wir aber noch Special Guests hier im Stall. Guten Morgen! Hier haben wir Wilde Hilde und Golden Günther. Und die beiden teilen sich so ein kleines Heunetz hier. Weil die brauchen wirklich nicht viel. Und dafür haben wir hier hinten einen Magerballen aufgeschnitten. Jetzt möchte ich kurz darauf eingehen. Ich wollte schon mal ein Patent darauf machen, weil das hier habe ich selber gebaut. Das ist die Heunetzbefüllungsstation. Designed by Mathis Röckener. Man breitet das Netz aus, schwinge es
über die Haken und hat die perfekte Einfüllstation. Jetzt gehe ich hier hin, nehme Heu, schüttel dieses einmal auf, so, greife beherzt zu, stopfe es in das Netz und das Netz ist hervorragend gestopft. Hier müssen wir jetzt reinschreiben, Werbung. Nein, das habe ich natürlich selber gebaut. Kann man nicht kaufen. Aber wenn ich ein gutes Angebot kriege, würde ich es verkaufen. So nicht. Alles käuflich hier. Mmh, lecker. So, die Basis ist gelegt. Die Pferde auf den anderen Flächen haben alle Rauchen. Jetzt geht's weiter. Klunche. Ich glaube, der hat Hunger. Komm, Kloni. Hallo, Ruhe bewahren. So. Habt ihr Hunger? Aber. Da ist mir was in den Hals gekommen. Da wartet noch jemand anderes, der da so süß miaut. Mikesh. Die Katzen dürfen wir natürlich nicht vergessen. Hier sieht es ein bisschen wild aus, kommt trotzdem rein. Und ich mache mal Licht an. Guten Morgen. Hier haben wir Mikesh und. Puppa heißt sie, unsere bunte Katze. Wir nennen sie immer nur bunte Katze, deswegen muss ich kurz überlegen, wie sie heißt. Und da gibt es einen Trick. Und zwar steht da kein Futter drin. Ich wollte euch aber was zeigen. Also hier unten haben wir unser Futterlager. Ganz wichtig für schlechte Zeiten, für die Katzen und für die Hunde. So, mein leckeres Katzenfutter. Und eigentlich ist das Ganze so, wir haben hier in unserem kleinen Abstellschrank morgens und abends und hier steht immer die Dose. So. Und wenn ich jetzt sehe, dass die Dose auf morgen steht, dann weiß ich, dass die Katzen morgens noch gefüttert werden müssen. Denn die Katzen haben uns schon so oft verarscht, dass sie nachher von 3-4 Leuten gefüttert wurden, nur am Morgen, weil wir immer dachten, die haben noch nichts. Die kommen immer an und so, Mama, ich hab Hunger. Ja, deswegen haben wir uns hier ein System ausgedacht, dass wir die Dose immer von rechts nach links stellen. Jetzt war die Dose leer, deswegen konnten wir es nicht nachvollziehen. Aber jetzt geht's los. Oh. Wilden Miezekatzen. So, jeder kriegt einen Löffel. Ist auch wichtig, dass die Katzen nicht zu viel kriegen, weil die sollen ja Mäuse fangen. Wie so ein altes Ehepaar. Sie essen erst zusammen aus der Schale und dann aus der anderen. So, jetzt hier Deckel drauf. Und das nächste Mal gibt's abends etwas. Plötzchen, jetzt bist du aber dran. Die Hunde werden bei uns in der Küche gefüttert. Das ist Mombasnapf. Hier haben wir Klunchesnapf. Dann hat Mama schon gekocht. Weil Momba ist sehr aufwendig in der Fütterung. Er bekommt Hirse. Ganz lecker. Und dazu allerbestes Fleisch. Hier ist es immer ziemlich hart. Dafür muss ich jetzt hier alles. Oh. Ihr könnt schon mal hier. Probier doch schon mal ein bisschen was da. Das muss ich jetzt so auseinanderbröseln. Weil bei Momba ist das Problem, dass er immer so dünn ist. Sehr schwierig, den zu füttern. Also hier ist die Grundlage. Es gibt nämlich heute... Hä? Warum steht die nicht drauf? Hohohoho. Das darf ich euch gar nicht erzählen, was der Hund kriegt. Heute gibt es Pferd auf Hirse. Ja, es ist hart, aber der Hund ist Allergiker und kann nur Pferdefleisch essen. Ich persönlich habe da jetzt kein Problem mit. Ja. So ist das hier bei uns. Also, gibt's auf jeden Fall jetzt eine ganze Dose Pferdefleisch dazu. Lecker. Das war übrigens, ich glaube, das Pferd, was gestern nicht so gut war im Unterricht. Ja, das Leben ist nicht einfach bei den Röckenass, ich sag euch das. So, und Mama kriegt hier diese ganze Dose.
Das ist ja nicht so meins hier. Und dann muss ich das gut vermischen. Irgendwie ist auch sein Napf schon zu klein. Ne? So ein bisschen unterheben, damit da alles schön ist. Okay, ich kann das nicht so gut. Und dann haben wir hier Klunti's Napf. Und Klunti kriegt immer ein bisschen was ab von Momba. So. Dann noch ein bisschen Hirse. Wird das auch nochmal klein gemacht. Ja, jetzt sehen wir Mombas Portion und Klunti's Portion. Jetzt geht's los. Da-da-da. Habt ihr Hunger? Also Momba, bitteschön. Klunti, ja. Und let's go. Klunti isst das Ganze so in der Regel in 3 Sekunden. Momba braucht ein bisschen länger für. Aber Klunti muss auch gleich die Herdplatte noch aufräumen. Und in der Zeit, wo die Hunde jetzt kurz fressen, setze ich mir schon mal einen Kaffee auf. Denn wir wollen mich ja nicht vergessen. Wir können uns nicht nur um die Tiere kümmern, sondern müssen uns auch um uns kümmern. Einfach so 1 Liter Kaffee für einen Menschen. Man könnte meinen, ich trinke so gerne Kaffee. Oh, Klunti hat schon auf, hervorragend. Also kann Klunti jetzt noch kurz hier sauber machen. Mama, bitte guck dir das Video nicht an. Lecker, 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 da, lecker, lecker, lecker. Klunti hier, lecker, 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 da, lecker, Schmackofatz. Komm, lecker, schnell, gut gemacht. Natürlich achten wir auch hier auf Hygiene im Haushalt. Also, Mama, ich wische jetzt. Das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann. Tschüss. Also wir kochen hier sehr altbacken Kaffee. Mit sowas hier. Und ich mag den Kaffee auch gerne ein bisschen stärker. Also ordentliche Löffels. Kaffeewerbung machen. Falls jemand mir Kaffee kooperieren möchte, jetzt wäre der Zeitpunkt. Also, das Wasser läuft hier ein. Mein Kaffee werde ich später genießen, denn an erster Stelle steht natürlich das Wohl unserer Tiere. Also geht's wieder raus. Wir machen einen richtig kleinen Bauernhof. Moment, kleinen Moment. Das haben wir nicht gesehen, dass da was drin war. Jetzt gehen wir Eier sammeln. Hier haben wir die Schafherde. Elsa, Jutta, Conny, Penny, Sam und Gretchen. Und hier geht's zu den Chicks. Guten Morgen, Chicas. Die Namen der Hühner weiß ich nicht, die gehören Mama. Aber ich weiß, dass es hier Futter gibt. Und Mama hat mir eine Anleitung gegeben. Ich soll einen in das Hühnerhaus machen. Hier ist so eine... sowas. Da ist aber Futter drin, also brauche ich es nicht auffüllen. Wasser müssen wir kontrollieren. Das läuft aber. Jetzt geht es los, dass wir die Hühner beschäftigen und Futter verteilen. Okay, wie man sieht, unsere Hühner kriegen sehr viel Futter und sind jetzt nicht so... Und in der Hoffnung, dass unsere Schafe auch irgendwann mal Eier legen, kriegen sie auch Schaffutter, Hühnerfutter. Dann ist das Ganze hier auch ein bisschen ruhiger. Oh, nicht abhauen. Nein, nein, nein. Bleib schon da. So. Das ist versorgt. Und jetzt schauen wir mal, ob wir ein paar Eier finden. Das ist ein Humper. Da sitzt noch eine. Ich glaube, sie geht gerade. Ah, da kommt sie raus. Lecker. Ein noch warmes Ei. Das packe ich mal glatt in mein Eierkörbchen. Unsere Hühner sind tatsächlich so, dass sie eher so Mittagsleger sind.
Also, oh, die hauen ab. Scheiße. Nein, 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 nein. Elfriede, Hermine, nein. Stopp, 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 stopp. So. Schnell raus hier. Das ist mir zu viel Verantwortung, wenn du ihn hast. Ah, hier ist Strom drauf. So, das Ei stelle ich erstmal in die Küche. Das gibt es dann irgendwann zum Frühstück. Wobei ich zugeben muss, ich frühstücke nicht. Und da ist meine Tasse. Ich werde jetzt meinen Kaffee zu mir nehmen. Der ist nämlich schon schön durchgelaufen. Noch nicht. Schönes Geräusch, wie es überall hier lang läuft. Sehr schön. Jetzt gehen wir die Pferde weiter füttern. Die hatten ja bislang nur ihren ersten Gang, und zwar Heu. Also haben die Pferde jetzt eine gute Grundlage im Magen für Kraftfutter. So, die Pferde mümmeln schön. Und wir gehen jetzt mal hier an den Futtertisch. Und bereiten zu. Hier haben wir Heukops. Ach nö, der Hafer ist fast leer. Beziehungsweise das sind gar keine Heukops, das sind Luzernekops. Das kriegen aber auch nicht alle Pferde aktuell. Das sind nur die Pferde, die ein bisschen dünn sind oder viel gearbeitet werden. Ups. Müssen wir so ein bisschen einweichen. Mmh, lecker. Jetzt ist erstmal alles soweit vorbereitet, die Basis. Es gibt einige Pferde, die nur Hafer bekommen. Dann haben wir Hafer und darunter Luzerne. Und ja, dann kriegen erstmal alle Pferde Mineralfutter. Kohle hier mal ein bisschen, das ist Kohleseimer. Dann kriegen alle Pferde einmal von Olimond was für ihre Darmflora. Das ist so eine Hefe. Wieder ein. Kohle ein bisschen. Und dann haben wir für die Pferde, die aktuell sehr viel was leisten müssen, das Olimond Pro. Das ist gut für den Muskelaufbau. Das kriegt auf jeden Fall Dealer bekommt das. Fiddle, der ist ja noch sehr jung. Dann füttern wir unseren Pony hier gerade damit noch zu. Und die anderen brauchen das aktuell nicht. Und dann ist es bei Dealer leider so, dass er ein bisschen am Husten ist. Also kriegt er noch so ein bisschen Hustensaft sozusagen. So. Und ganz wichtig, alle Pferde kriegen Leinöl. Mit den Pferden, die jetzt nur Hafer kriegen, machen wir das gleich direkt im Prog, weil sonst sind die einmal so angesaut. Ja, jetzt geht's los. Jetzt fangen wir hier bei den Pferden, weil die nur Hafer kriegen, das Leinöl direkt im Troch darüber. Malu kriegt aber noch eine extra Wurst. Der kriegt für seine Verdauung zusätzlich noch Flohsamenschalen. Lecker. Komm, bisschen Öl. Lecker. So, haben wir den Stall schon mal fertig. Dila bekommt auch noch sein Futter. Dili, komm. Ich finde es irgendwie nicht so gut, dass er nicht so viel frisst. Was ist los?
bei unseren kleinen Chatties, die kriegen jetzt kein Zusatzfutter. Aber wir haben hier von Olimond extra noch so, so wie so eine Art Leckerlis. Und einfach um deren Immunsystem auch zu unterstützen, kriegt ja jeder einfach zwei von. Warte mal, lecker Frühstück. Oh, nicht fallen lassen. So. Lecker. Jetzt gehen wir hoch zum Zelt. Da stehen nämlich auch noch Pferde. Die haben heute Morgen schon eine Heuraufe gefressen und kriegen jetzt ihren Hauptgang. Morgen. Hey Lucky. Wir sind hier ganz schlau, weil Lucky steht hier, weil er echt sehr dünn ist. Den müssen wir aufpäppeln. Und da Findl ihn immer vom Essen vertrieben hat, habe ich hier ein Band gespannt. Und Lucky läuft einfach drunter her und Findl kann ihn nicht mehr ärgern. Richtig schlau. Guten Morgen, Eddie. Eddie bekommt auch noch eine kleine Portion. Guten Appetit daher. Ich hab nichts für dich. Ist ja schon drin. Hier. Eddie ist auch ein Berittpferd, falls ihr euch fragt, wer das ist. Der schöne Teil ist beendet. Alle Pferde sind gefüttert, alle Tiere sind versorgt. Jetzt beginnt die Scheißarbeit, denn wir machen jetzt die Scheiße weg. So, ich werde mal sauber machen. Wir haben hier in den Boxen überall so Gummimatten, das ganze Packen. Da muss man das nur zusammenfegen, die ganze Schiete. Weil die Pferde haben draußen einen großen Sandpaddock und da legen die sich hin. Und wenn das matschig wird draußen, dann streuen wir hier alles ein mit Waldboden. Ja, aber jetzt ist es so, dass wir den bisschen sauber machen. Das macht so viel Spaß. Yay! Pferdeleben. Also das Ausmisten ist jetzt nicht so spannend, wie ihr seht. Ich habe mich schon ausgezogen, weil es so anstrengend ist. Der Stall drüben ist fertig. Jetzt wird hier noch eben gestreut. Und dann war es das hier. Oh, und wie euch auffällt, in der Zwischenzeit sind die Pferde auf die Wiese gegangen. So, meine Lieben, das war's hier mit unserer morgendlichen Stallroutine. Wir beenden das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das ist nicht mit Daumen nach oben, ne? Ich verstehe das immer noch. So, meine Lieben, das war's hier mit unserer Morgenroutine. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Also lasst einen Daumen nach oben da und schreibt mal in die Kommentare, ob wir vielleicht das Ganze für eine Abendroutine machen. Bis denn! So, wir sind durch mit der Morgenroutine. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Also erstmal abonniert meinen Kanal, lasst einen Daumen nach oben da und schreibt in die Kommentare, ob wir das Ganze einfach mal mit einer Abendroutine machen. Bis denn!